Herzlich willkommen zurück zu einem neuen American Truck Simulator Video. Wie man sehen kann, das Nebraska Event hat auch begonnen. Das Nebraska DLC ist draußen. Es gibt ein neues, komplettes Design. Das ist auch die ATS 1.50 ist auch draußen. Und Cruising Kansas, das World of Trucks Event, hat begonnen. Indem wir vom persönlichen Goal 12 verschiedene Städte in Nebraska liefern müssen und die Strecke muss oder die Fahrt muss mindestens 100 Meilen weit sein, vergleichbar, also ich glaube, es waren auch mit 100 Meilen und jede einzelne Stadt im Staat wie bei Kansas. Das Community Goal liegt bei 125 Millionen Meilen und ja, Rewards, das ganze Event geht offiziell noch bis zum 14. Juli. Allerdings wird das wahrscheinlich auch nochmal um ein paar, entweder um 2 Wochen oder nochmal einen Monat verlängert, so wie beim vorherigen Event auch. Gehe ich mal sehr stark von aus, dass es so sein wird. So, das, die Umfrage hat ergeben, dass ich mir den alten Kenworth T680 nehmen sollte, überholen soll. Das heißt, ich muss dann wahrscheinlich zum Gebraucht-LKW hin. Okay. Scheinbar hier doch nicht. Ich habe jetzt gedacht, dass er hier ist. So. Dann müssen wir es halt so machen. Da haben wir das alte Modell, den T86-214er Edition. Moment. Ich wollte ihn noch nicht kaufen, ich wollte ihn noch ein bisschen verändern. Weil das DLC auch neu rausgekommen ist, das ist Sport Paint Jobs Pack. Nehmen wir mal eins von dem.
sagen, das passt. Dann bestätigen wir das Ganze und holen das Ganze für 292.000. Und kaufen den. Ich muss ja sagen, das Kaufen und Ausführung ändern, das, na, irgendwie ist das nicht so ganz passend. Entweder müsste das großflächige quasi weiter unten noch sein oder ja, das Ganze ein bisschen weiter nach oben verschoben, also das komplette hier. Wir kaufen mal den Kenworth C86 214. Edition. Natürlich nach Cheyenne, weil da haben wir noch Platz. Und dann sind wir auch schon in der Nähe von Nebraska. Also, müssen wir noch erstmal noch hineinspringen. Equipment Manager. In den würde ich gerne einsteigen. Ach, danke, also, dass da schon sogar 5 von 5 Scheren sind. Einsteigen, da. Wir haben auch noch eine Mail, die gucken wir uns mal an. Wird wahrscheinlich wegen den Spezialtransporten sein. Genau, neue Spezialtransporte. Neben den verfügbaren können wir jetzt auch noch in Kalifornien, bei den Oakland, Sacramento und Stockton was annehmen oder in Nebraska, in Lincoln, Norfolk oder Scotts Bluff. Werden wir auch machen. Gar keine Frage. Wir schauen einfach mal, wohin die Reise von hier ausgeht. Also wir haben einiges vor. Also ich werde erstmal so das Event quasi abfahren. So. Mit den externen Aufträgen natürlich. Geht das nur. Warum sind wir denn hier? Ach, ich hasse es. Ich habe mir schon gedacht, dass wir in Phoenix sind. Auch was auch total viel Sinn macht, weil der LKW ja in Cheyenne ist, aber okay. Das heißt, ich verstehe. Das heißt, der wurde einfach, ja, super. Hat sich ja gelohnt, den dahin zu packen. Ja gut, dann machen wir mal eine schnelle Reise hierhin. Und schauen danach nochmal, wohin die Reise geht. Ich habe mich schon gewundert, warum die Garage so weit ausgebaut ist. Wir fahren auf alle Fälle erstmal so die 12 Aufträge. Mindestens die 12 Aufträge, danach werde ich meinen eigenen Grain-Dings holen. Damit wir Getreide fahren können, damit wir da dann das neue Feature auch mitnehmen können. Und danach werde ich auch nochmal hier Spezialtransporter ein bisschen fahren. Auch wenn das keine World of Trucks-Aufträge sind, aber. Wenn wir schon mal was Neues haben, dann sollte man das auch machen. So, ich muss wahrscheinlich nach NE schauen, genau. Scotts Bluff ist das erste, was wir jetzt hier haben. Vom Preisschreck meines her. Mal überprüfen. Scotts Bluff ist wahrscheinlich. Ne, das war Lincoln. Wo haben wir denn Scotts Bluff? Da. Ist das denn nah genug dran? Das sind 165 Meilen. Ein Automotraktor von Cheyenne. 38.000 Pfund nach Scotts Bluff zu X-Tech Machinery für 73, ja, knapp 74 Dollar pro Meile. 38.000 Pfund. Ich würde sagen, das ist ein neues Symbol, ne? Hochwertige Fracht. Nehmen wir mal den Auftrag an. Gelenkauslegerlager. Scheint auch neu zu sein, habe ich noch nie gesehen. Vielleicht gab es auch vorher. Ansonsten sag es gerne in der Beschreibung. In der Beschreibung vor allem, in den Kommentaren. Aber ich habe ihn bisher noch nicht gesehen gehabt. Genau, gucken wir nochmal hier, was wir nochmal hier für schöne Sachen haben. Die Distance, Fuel Economy. Ja. Dann würde ich sagen, wie weit haben wir es? 23 Meilen. Fahren wir mal los. Und die Fracht ab. Ich muss dazu sagen, ich habe nicht den besten Rechner. Von der Grafikkarte her ist der ist die in diesem Ersatzrechner auf einem sehr alten Stand. Von vor 10 Jahren oder 12 Jahren mittlerweile.
10 Jahren, 12 Jahre, ja, 10 bis 12 Jahre ungefähr. Deswegen ist es sehr ruckelig. Es ist auch nur übergangsweise, bis der neue kaputte Rechner wieder heile ist, oder ein neuer Rechner hier ist, der funktioniert. Aber ich habe jetzt, ich wollte die Events mitnehmen. Entweder nur um selber zu fahren oder halt ne, doch mit Aufnahme. Anfangs war ich mir nicht ganz sicher, ob das überhaupt funktioniert, weil teilweise auch Spiele, die jetzt nicht so große Qualität Bedarf haben, keinen Anspruch haben, das geleckt hat, aber es hat relativ gut funktioniert. Es ist zwar nicht das Schönste, es ist nicht 1080p 60 FPS, es ist auch nicht irgendwie wirklich 30 FPS, aber übergangsweise, auch wenn es schon lange übergangsweise Zeit ist, ist es einfach so. Also in Realität ist es nicht so laggy. Da braucht ihr euch keine Gedanken machen, falls ihr überlegt, ob ihr euch das DLC holt. And then stay left. Stay left and then exit left. Exit left. Hä? Es ist doch einfach nur geradeaus. Also ich kann mich nicht daran erinnern, schon mal so Probleme gehört zu haben bei einer Diamond Interchange. Oder ja. Intersection. Aber okay. Ich muss sagen, vom Sound her schon sehr, sehr nice. Ich habe leider nicht das perfekte Lenkrad ausgesucht, denn ich habe keine Ahnung. Ich muss lenken, um zu sehen, was ich eingestellt habe. Bei der Cruise Control, aber okay. Wir wollten ja mal ein bisschen mehr Retro gehen. Die nächste Zeit wird es auf alle Fälle erstmal täglich ein Video geben. Ich weiß noch nicht genau, ob... Ja gut, ich muss irgendwie das noch hinbekommen, heute nochmal dann die zweite Aufnahme reinzukriegen. Werde ich jetzt nicht ganz genau nach dem Video hier schaffen. Ich werde nach dem Video erstmal hier das Video rendern, damit es für heute noch hochkommt. Und dann muss ich dann nochmal im späteren Verlauf hoffen, dass irgendwann mal ein bisschen Wolken da sind, damit ich dann auch am Tage das noch das Video für morgen aufnehmen kann. Und am Anschluss daran wird es dann auch geht es dann auch abwechselnd irgendwann dann mit ETS 2 weiter. Da ist ja gerade das Trade Connections Switzerland Event am Laufen. Ja, ich wollte den Scheibenwischer anmachen. Wieder fast vergessen, was wir fahren, aber es wäre wieder mal ein autonomer Traktor. Ich ist auch irgendwie echt, dass die Fracht, die ich bisher gefühlt am meisten gefahren bin vom vom Farm Machinery DLC. Ja, ich freue mich schon auf die ganzen Fahrten, die wir uns jetzt erreichen, was wir machen können. So, ich wollte gerade sagen, Transformatoren, ja. Nicht ganz, aber das ist die Fracht, bin ich auch nicht gefallen, habe ich auch noch nie gesehen, das scheint ja auch noch zu sein. Also baut wir jetzt einfach mal. Denn deshalb habe ich schon länger. Ja, mal schauen, wie.
machen wir es doch mal wieder rückwärts. Kommen wir wieder einfacher hier aus der Misere raus. Dann haben wir jetzt 165 Meilen vor uns. Und die Strecke sieht so aus, wir fahren erstmal die Interstate 25 nach Cheyenne hoch, wechseln dann auf die Highway 26 und sind dann auch schon, fahren kurz an der Brücke rein und sind dann schon in das ganze Scotts Bluff. Interessant. Schön hier der Viewpunkt. Gibt ja auch einen versteckten Viewpunkt, den man jetzt nicht so einfach sehen kann, der auch abseits ist. Das ist aber, glaube ich, nicht der, der gemeint ist. Können wir mal gucken, was wir hier für neue Firmen vielleicht haben. Ich glaube, aber ich bin mir unsicher. Aber ich glaube, die beiden könnten neu sein und Sweet Beats. Vielleicht. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, die schon vorgesehen zu haben. Aber wobei, wahrscheinlich täuscht es auch. Und das ist mir einfach auch zuvor nicht wirklich aufgefallen. Eigentlich sollten ja nur drei neue Firmen dazukommen. Sein. Oder zumindest Industrien. Ne? Also ist die Frage, was jetzt davon unter Industrien jetzt genau fällt, aber ich gehe mal eher davon aus, dass das ist dann eher wahrscheinlich nicht neu ist. Können wir sogar mit diesem Tag noch die Spezialtransporter fahren, allerdings also von der Leistungsfähigkeit hier, aber soweit ich mich erinnere, sind es dann eher nur schnelle Aufträge. Oh. Ich war noch gar nicht auf der 45, aber ich muss eh wieder unter 40. Ich sollte mich links halten. Ich muss mich sogar links halten. Ja, jetzt muss ich normal bremsen, weil ich die linke Hand gerade nicht frei hatte, weil ich gerade am Trinken war. Auf die Interstate. Okay, zweimal darf ich noch. Sind wir jetzt bei Cruise Control auf 65 Miles per Hour. Das neue Design und das neue User Interface muss ich aber mich aber auch noch mal ein bisschen gewöhnen. Was ich aber cool finde, wenn man quasi im Pause-Menü ist, dass man da zum einen die Flagge sieht vom Bundesstaat, in dem er drin ist, und zum anderen halt da aussieht, wie so die Geschwindigkeitsbegrenzungen, Beschränkungen sind in dem jeweiligen Staat.
Ich denke mal, das würde ich dann. Ich würde mal schauen, wie ich es mache. Vielleicht werde ich nach den 12 Fahrten nochmal 10 Fahrten normal fahren und mit dem. Mit den. Es ist die Frage, was bekommt man jetzt? Wie waren jetzt nochmal hier die. Das Personal Goal. Truck Paint Job, okay. Das ist ein Box Turtle Ornament. Aber gut, dann können wir ja die 10 Fahrten dann nach den 12 Fahrten mit dem neuen Paintjob halt fahren, normal erstmal umherfahren, und danach würde ich wahrscheinlich die zwei Spezialtransportfahrten fahren. Okay, ich sag die zwei, aber ne, quasi neuen Frachten und Spezialtransporten. Und danach einen eigenen Auflieger holen. Und dann mit dem mal ein bisschen mehr erfahren. Ich muss auch nochmal hier die. Weil ich wahrscheinlich heute nicht mehr machen, als ich das da vorbereite, aber. Ich werde auch einfach nochmal die Umfrage vorbereiten müssen für den Truck, den ich in Art, im ETS2 Event verwenden soll. Im Schweig Connection Switzerland Event. Schaut da gerne mal auf dem Community-Bereich nach. Da ist gerade noch eine Umfrage offen für ungefähr. Boah, ja gut, roundabout 15 Stunden. Ach, 15 Stunden, 19 Stunden wahrscheinlich. Stay right and then exit right. Aber ja, ich muss nochmal hier die Statistiken Exit von den right. letzten beiden Events nochmal mir endlich mal mich mal ransetzen. Mir mal die Zeit dafür nehmen. Stay right. Keine geschlossene. Gut. Keine geschlossene. Okay, ja, meint. Dings, Strecke. Kein Unfall oder sonstiges. Kein Zufallsevent. Und dann sind wir auch schon gleich in Nebraska. Wir die Landschaft hier, die neue Landschaft. Ja, das ist schon cool hier durch die weißen Felsen. Das wurde auch safe aufgesprengt. Könnte die Landschaft hier genießen. Die neue. Zugstrecken, die werden uns viel begleiten, wie ich im letzten Video auch schon gesagt habe. Ups. Schön die ganzen Abstellgleise, die Yards am Straßenrand. Dankeschön, danke für nix. Das sieht ja auch interessant aus. Und genau, also wie ich auch, also ich habe jetzt ja auch nochmal hier, gab nochmal einen Beitrag danach, nach dem Video, nachdem ich das Video aufgenommen habe von gestern, gestern? Ne, von vorgestern, quasi im vorherigen Video hier vom Event, vom DLC, dass man auch mit Spezialtransporten tatsächlich, und da haben wir das Schild, Nebraska,
The Good Life. Home of wahrscheinlich The Arbor Day, I guess. Und wir erreichen Nebraska. Das machen wir mit den Spezialtransporten. Auch Subway Cars fahren kann. Also U-Bahn-Wagen. Und da sind wir auch schon gleich da. Und auch zweimal rechts abbiegen. Stay right. Erst aufmals in Scottsbluff, Cornhusker State, 1 von 12. Turn right. Stay right, and then turn right. Ich muss noch mal demnächst darauf achten, wie viele Waggons denn jetzt in den Zügen dran sind, ob sich da was geändert hat oder nicht. Aktuell sieht es ja nicht danach aus. Schön, dann müsste doch mal ein bisschen backroadig hier. Please mind the speed limit. Turn right. Hier, von hier rauf. Okay. Dann machen wir das mal. Wenn das Navi so sagt. Fahren wir mal ums Gebäude rum, würde ich sagen. Nochmal raus. Interessant. Ich komme hier ein bisschen klein vor mit meiner Fracht hier. Nur ein bisschen, ne? Allein die Reifen sind wahrscheinlich deutlich größer als unsere Fracht. Oh, ich hätte gedacht, wir müssten irgendwo hier reinfahren oder so, aber nicht, dass wir hier so an der Seite anliefern. Okay, die Hitbox ist ein bisschen anders, ich verstehe. Versuchen wir mal die Hitbox mit einzurechnen. Schauen wir es nur an der einen Stelle, die Hitbox. Das war die falsche Richtung. Ja, nicht schön, aber passt. Dann, man könnte fast sagen, es war ein Touchdown. Dann lassen wir mal die Fracht ab. Ausgezeichnet, autonomes Tractor von Cheyenne nach Scottsbluff geliefert, Gefahrenstärke 181 Meilen, Dauer 21 Minuten, Verbrauch der Kraftstoff 25,5 Gallonen. Das war der 169. erledigte ATS World Trucks Auftrag.
12.000 gab es so viel und 384 Erfahrungspunkte. Interessant, dass man jetzt sieht, ab wann man quasi einen neuen Status hat. Also einen neuen Namen hat. Ist jetzt die Frage. Also ich glaube, aufs Ohr hauen muss ich mich jetzt prinzipiell nicht, was die Möglichkeit betrifft. Aber wir können uns ja... Bleibt hier stehen? Wir bleiben, würde ich sagen, hier stehen. Eine Fahrt werden wir nochmal hinbekommen. Mit der Mütze Schlag, die wir jetzt hier haben, oder? Gucken wir mal. Ja doch, 9 Stunden. Schauen wir mal den Motor ab. Und da ich heute nochmal aufnehme, werde ich dann auch von hier aus dann später nochmal fortsetzen. Die Fahrt von Scottsbluff auf. Wir können einfach mal schauen, da ich heute nochmal aufnehme, wohin die Reise gehen könnte. Nach Omaha könnten wir prinzipiell sogar fahren mit dem Containerstapler. 497 Meilen, die Strecke wird auf alle Fall passen. Ich meine, könnte man ja machen. Ich muss mir auch nochmal Scottsbluff aufschreiben, jetzt gleich. Da ich ja schon gewesen bin. Könnte man machen, wenn der Auftrag noch da ist, der wird noch da sein. Ist halt auch der beste Auftrag. Also kann man nach Sydney fahren. Sydney ist nicht nah genug dran. Man sieht gerade eher nach Omaha aus. Gut, oder Grand Island, aber Omaha ist dann doch schon bisher besser. Auch überraschend, was wir so viel Kohle haben. Ich habe gar nicht nach rechts. Habe ich. Hä? Ja, wie das jetzt hinbekommen? Blöde Maus. Ja. Vielleicht geht es dann im morgigen Video nach Omaha. Schauen wir mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, ich sehe euch dann im nächsten Nebraska-Event-Video wieder. Vom Cruising Nebraska World of Sharks Event. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.